Morgenandacht von Rainer Dirtler, 1. Korinther 1, Tag 26. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Lass uns also Vers 28 betrachten. Die Passion-Übersetzung verwendet hier sehr schöne Worte. Er erwählte die Geringen, die Lächerlichen in den Augen der Welt. Ich meine, lachhaft, lächerlich. Ja, in den Augen dieser Welt. Vergiss nicht, die Bibel sagt nicht, er hat die Geringen und Lächerlichen erwählt. Das sagt sie nicht. Sie sagt, die Geringen und Lächerlichen in den Augen dieser Welt. Denn der ganze Kontext besagt, dass die Weisheit dieser Welt der Weisheit Gottes völlig entgegengesetzt ist. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und hatte so viele Freunde, die sich für Jesus engagierten, die anfingen, einen Dienst aufzubauen und die genauso bauten, wie es das System dieser Welt vorsieht. Das erschien mir nicht nur unlogisch, sondern machte mich auch traurig, weil ich wusste, dass es nicht gut werden würde. Sie übernahmen die Führungsprinzipien aus dem System dieser Welt. Sie lehrten die Leiter so, wie die Welt ihre leitenden Mitarbeiter lehrt. Was macht das für einen Sinn? Als wir unsere erste Gemeinde gründeten, habe ich Folgendes gesagt. Der Schatzmeister, der sich um die Finanzen der Gemeinde kümmert, muss nicht unbedingt ein kluger Finanzfachmann sein. Diese Dinge kann man lernen. Es muss eine Person des Glaubens sein. Und weißt du was? In Bezug auf die Gemeinde, die wir leiteten, traf ich Entscheidungen, die im Natürlichen absolut keinen Sinn machten. Ich habe äußerst riskante finanzielle Entscheidungen getroffen. Ich weiß, dass einige Gemeindeleiter das auch getan haben und alles ging schief, aber das bedeutet nicht, dass alles andere auch schlecht war. Ich habe auch Entscheidungen getroffen, die mir nicht klug erschienen, jedoch hat es mir Gott ganz klar gesagt. Ich erinnere mich, dass wir vor langer Zeit die größte Bibelwoche organisierten, die es je in Österreich gab. Eine ganze Woche lang haben wir 600 Leute in einem sehr schönen und teuren Hotel einquartiert. Kinder, alle zusammen. Wir haben das organisiert. Österreich ist ein sehr kleines Land mit sehr wenigen Christen. Die Leute sagten uns, »Ah, ihr werdet Probleme bekommen, ihr werdet finanzielle Probleme bekommen, weil ihr das Hotel bezahlen müsst und die Leute nicht kommen werden.« Es kamen sogar mehr Leute, als wir Platz hatten. Schau mal, ich habe immer gesagt, dass derjenige, der sich um die Finanzen kümmert, eine Person des Glaubens sein muss. In der Welt ist das lächerlich, das ist unlogisch, das macht keinen Sinn. Kein Bankmanager stellt jemanden ein, der sich nicht mit Finanzen auskennt, jedoch Glauben hat. Was Paulus also sagt, ist, in dieser Welt bist du vielleicht ein Niemand. In dieser Welt könntest du lächerlich sein. Doch genau das ist es, was Gott auswählt. Schau, wie er fortfährt. Damit er die Bedeutenden beschämt. In Vers 28. Er erwählte sich die Unbedeutenden in dieser Welt, damit er die Bedeutenden beschämt. Warum tut Gott das also? Gott will niemanden beschämen. Aber erinnere dich an den Kontext. Gott möchte zeigen, dass das Reich Gottes etwas ganz anderes ist als das Reich dieser Welt. Du musst also nicht nach dem weltlichen Standard qualifiziert sein. Nach diesem Weltstandard kannst du lächerlich sein. Du kannst einfältig sein. Du kannst ein Nichts sein. Wenn du dem Herrn vertraust und dich ihm hingibst, dann wird Gott die klugen Leute durch dich beschämen. Schau, wie er das abschließt.
Denn er hat das, was als unbedeutend gilt, erwählt, um das, was als hervorragend gilt, zu verdrängen. Hör zu, die Hierarchie gibt es nicht in der Gemeinde, die gibt es in dieser Welt. In dieser Welt ist es genau andersherum. Diejenigen, die sich durchsetzen, sind die Prominenten, die Gebildeten und die Klugen. Aber schau, was die Bibel sagt. Die Unbedeutenden werden die Bedeutenden verdrängen. Das ist eine sehr schöne Aussage. Was du also für das Reich Gottes brauchst, ist Hingabe und Vertrauen. Wenn du das hast, bist du bereits qualifiziert. Du bist qualifiziert, alles zu tun, was Gott von dir will. Und dann wirst du größer sein als das, was in dieser Welt als groß gilt. Bis morgen, Leute!